Hallo zusammen, es ist Montag, der 26. Oktober und hier kommen die aktuellen Fallzahlen aus Deutschland, Bayern, Würzburg und Kitzingen mit aktuellen News zu der Maskenpflicht in der Grundschule. Die aktuellen Fallzahlen aus Deutschland: positiv getestet 437.866 Personen, gesundet 321.600. Verstorben 10.056 plus 24 zum Vortag. Aktuell hospitalisiert Stand 10 Uhr 1.340 Personen. Somit aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 106.210. Macht im Prozent 0,12%. Die aktuellen Zahlen für Bayern: positiv getestet 91.569 Personen, gesundet 71.500. Verstorben 2.746 plus 4 zum Vortag, hospitalisiert 121, Stand 10 Uhr. Somit aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 17.323, macht im Prozent 0,13%. Die aktuellen Zahlen aus Würzburg: positiv getestet 1.852 laut dem RKI vom 26.10., gesundet 1.547 Personen laut dem Gesundheitsamt Würzburg vom 25.10., verstorben 59, unverändert, somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Würzburg 246, macht in Prozent 0,084%. Die aktuellen Zahlen aus Kitzingen: positiv getestet 446 Personen, gesundet 333, verstorben 4, auch hier unverändert. Somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Kitzingen 109, macht in Prozent 0,09%. Ich habe gerade einen Anruf vom Gesundheitsamt Kitzingen noch bekommen bezüglich der Maskenpflicht in der Schule. Die Maskenpflicht bleibt auch in der Grundschule am Platz bestehen. Das ist bitter, aber es ist so. Und die Begründung war, da die Zahlen so enorm steigen. Okay, lassen wir es mal so dahingestellt. Wir schauen, vielleicht ändert sich das ja noch in den nächsten Tagen. Aber jetzt kommen wir mal kurz zur Maske. Denn wir alle sollen ja die Maske überall tragen. Also nicht nur die Schüler jetzt in der Schule am Platz, sondern auch wir beim Einkaufen, in der Fußgängerzone. Also überall, wo man sich mit Menschen trifft, sollen wir uns eine Maske überziehen. Und ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie man sich vor Covid-19 normal schützt. Also so schützen sich die Gesundheitsämter, wenn sie einen Abstrich machen vor Covid-19. Also man sieht hier Vollmontur, Maske, Schild. Das ist so der richtige Schutz vor Covid-19 laut den Gesundheitsämtern. Und jetzt kommt unser Schutz vor Covid-19. Und zwar dürfen wir uns unseren Schutz selber basteln. Dafür gibt es tolle Anleitungen im Internet. Es ist auch nicht vorgeschrieben, welcher Stoff das haben kann. Also manche machen das aus einem Geschirrtuch, andere aus einem alten T-Shirt oder einem Kissenbezug. Das ist ganz egal. Und dann kommen hier solche tollen Masken raus. Im Sommer haben sich noch manche welche gebastelt mit schönen Eistütchen drauf. Im Winter werden es dann wahrscheinlich die Tannenbäume sein. Und wir denken, dass uns das jetzt schützt. Ist aber nicht so. Denn man kann das auch nachlesen auf dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die haben das da ganz klar erklärt, welche Masken was wie tun. Und zur Community Mask steht Folgendes: Mund-Nase-Bedeckungen sind im weitesten Sinne Masken, die zum Beispiel in Eigenherstellung auf Basis von Anleitungen aus dem Internet oder industriell gefertigt als modisches Gesichtstextil aus handelsüblichen Stoffen genäht und im Alltag getragen werden. Das war der sogenannte Kissenbezug. Tja, entsprechend einfache Mund-Nase-Bedeckungen genügen in der Regel nicht den für medizinische Gesichtsmasken oder persönlichen Schutzausrüstung wie partikelfiltrierende Halbmasken einschlägigen Normanforderungen, beziehungsweise haben nicht die dafür gesetzlich vorgesehenen Nachweisverfahren durchlaufen. Sie dürfen nicht als Medizinprodukt oder Gegenstände persönlicher Schutzausrüstung in Verkehr gebracht werden und nicht mit entsprechenden Leistungen oder Schutzwirkungen ausgelobt werden. Also das heißt, wir machen uns das aus einem Geschirrtuch, was ja hier auch erklärt ist, mit einem schönen Schnittmuster aus dem Internet, aber man darf nicht sagen, dass sie schützen, weil sie nicht getestet wurden. Und das bestätigt hier das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
Träger der beschriebenen Mund-Nase-Bedeckungen können sich nicht darauf verlassen, dass diese sie oder andere vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 schützen, da für diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen wurde. Nochmal zum Sacken lassen. Wir müssen sie tragen, die Schüler müssen sie tragen, alle müssen sie tragen, egal wo wir sind, sogar in der Fußgängerzone, an der frischen Luft. Aber das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt offiziell bekannt, dass diese eigentlich nichts bringen. Fragt ihr euch da draußen nicht, was das soll? Ich sehe manchmal Leute auf dem Fahrrad alleine fahren mit Maske an, im Auto alleine mit Maske an, in der Fußgängerzone weit und breit niemand Maske an. Hey, ihr seid doch regierungstreu, die Maskenjünger, ich nenne sie jetzt mal so, ohne persönlich zu werden. Okay, wenn ihr so regierungstreu seid, dann informiert euch auf den Seiten der Regierung und das ist eine offizielle Seite, Link findet ihr dann in den Bemerkungen und dort steht ganz klar, hey, die helfen nichts, die bringen nichts, das sagen wir euch auch, aber ihr tragt sie trotzdem. Sollte man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Und dann noch zu diesen ganzen PCR-Testungen. Also jetzt am Wochenende allein hier in Kitzingen wurden mehrere Klassen getestet, weil es dort einen positiven Fall gegeben hat. Und ja, wir wissen ja, was mit dem PCR-Test los ist. Und es gibt da so gleich und gleichere PCR-Tests und Verfahrenweisen. Also zum Beispiel beim FC Bayern wurde ja der Serge Gnabry getestet. Also an einem Dienstag wurde er getestet. Und daraufhin hat man ihn halt in Quarantäne geschickt, sagt, geh mal nach Hause, warst jetzt ja beim Training. Und dann wurde der Gnabry auf den 4 darauffolgenden Tagen getestet. Und komischerweise, siehe da, wundersame Heilung, alle 4 Tests waren negativ. Nur nochmal zur Erinnerung, all diese Tests, die dort gemacht werden, fließen auch in die Komplettanzahl der Tests in Deutschland mit ein. Und der Serge Gnabry darf dann auch gleich wieder mit zum Training und hat dann am Montag auch wieder teilgenommen. Also die Quarantäne wurde sofort aufgehoben, also einmal positiv, 4-mal negativ, hey, ab wieder ins Training. Dann ging es den Würzburger Kickers genauso. Da hat man dann getestet und da war dann der Spieler Douglas sowie der Co-Trainer Öztürk und Philipp Eckhardt als positiv. Und dann hat man auch festgestellt, hoppala, war falsch positiv. Und das Lustige war, also die Kickers haben ja dann 1-3 verloren, aufgrund, weil natürlich der Douglas nicht dabei war. Und erst im Anschluss sei man vom zuständigen Labor mündlich darüber informiert worden, dass die Tests einen falschen Befund ergeben hätte, teilte der Verein mit. Also nicht vor dem Spiel, sondern erst nach dem Spiel. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt, dass man sagt, ach Mensch, so ein positiver PCR-Test, naja. Gut, und für all diese Menschen da draußen, die sich wirklich in Panikmodus befinden, liebe Leute, hört auf, so eine Panik zu fühlen. Es spaltet die Gesellschaft im Moment enorm. Wenn man einkaufen geht und jemand kommt einen entgegen durch eine Tür, der hält ja von allein schon 5 Meter Abstand, obwohl er ein Geschirrtuch vor der Nase hat. Wir, wo uns ein bisschen informieren, wissen, dass dieses Geschirrtuch nichts bringt, weil es ja auch auf der Regierungsseite steht. Tut mir doch einfach einen Gefallen. Informiert euch, ihr seid regierungstreu, ist auch gut so, sei auch jedem selber überlassen, dann lest einfach auf den Regierungsseiten nach, lest auf den Dashboards vom Robert-Koch-Institut nach, wo ihr die Nachmeldungen, die Tests und alles seht, und da zeigt man euch auch wirklich, ein Geschirrtuch bringt nichts, die PCR-Tests sind ja mal negativ, mal positiv, mal falsch positiv oder dann wieder positiv und doch negativ. Das ist alles nicht so tragisch. Und noch ein kleines Beispiel für alle, die gerne Urlaub machen. Es war ja auf dem Mein Schiff 6 genauso. Da hat man dann 12 Crewmitglieder positiv getestet. Und 24 Stunden später, siehe da, alle 12 Crewmitglieder wieder negativ. Also man muss da sich schon mal genauer damit befassen und sich überlegen, wenn es so viel Falschmeldungen gibt bezüglich den PCR-Tests, dann sollte man doch vielleicht wieder dahin zurückkehren, nur diese Menschen zu testen, die auch wirklich Symptome haben und alle anderen vielleicht mal wieder ihr Leben leben lassen.
Das waren die Zahlen für heute. Ich hoffe, ich habe sie gut zusammenfassen können. Montag ist es immer ein bisschen problematisch, weil alles natürlich verzögert gemeldet wird. Und ich bitte euch nur eins, bleibt entspannt, bleibt in der Mitte, macht euch mal ein bisschen Gedanken und ja, vielleicht weniger Mainstream schauen, denn heute am Montag wieder irrsinnige negative Meldungen, wie alles explodiert. Und wir schauen uns ja täglich die Zahlen zusammen an. Es ist wirklich nicht so dramatisch. Und Gott sei Dank auch die Sterbefälle. Es steigt nicht an. Und das ist auch gut so. Und vielleicht irgendwann kommt raus, dass SARS-CoV-2 einfach nur eine Erkältung war, wie uns ja das unser Herr Drosten am Anfang der Pandemie mit nationaler Tragweite schon gesagt hat. Und jetzt noch was in eigener Sache. Ich freue mich riesig. Ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich habe es geschafft, 1000 oder jetzt schon weit über 1000 Abonnenten zu haben. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und all diejenigen, die meine Videos mögen, gerne liken oder abonnieren. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder und ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.